Ein neuer Tag bricht an, den wollte ich gleich mit euch starten. Und ich lasse den schon mal. Nee, ich kann da wirklich, ich kann nur verschiedene Dinge. Wir hätten vielleicht auch in der Nacht durcharbeiten müssen, um die neuen Dinge herzustellen. Daran habe ich natürlich jetzt nicht so weit gedacht. Ich bin ein schlechter Bäcker. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bakery Shop Simulator. Wir werden heute so richtig abkacken, weil wir Dinge können, die Kunden wollen und es nicht funktioniert. Soll ich den Shop closen oder was meinten ihr? Oh Gott. Ich kann keine Brötchenglasur machen, Leute. Brötchenglasur, mein Freund. Hätte ich vielleicht auch erst herstellen müssen, ne? Bevor der Tag beginnt. Alter. Yo. Ach, hier kann ich es auch draufstellen. Cool. Ach, dann muss ich. Ach, dann. Ach so. Der Stangenweißbrot will er dann auch nicht. Das Stangenweißbrot will er auch nicht. Okay, was kann ich noch herstellen? Mal von oben nach unten abarbeiten. Zucker, Butter, Schokolade. Hier, das da. Das kann ich dir geben jetzt, Junge. Warte. Oh, das sieht aber lecker aus. Hier. Und italienisches Brot. Oh Gott. Wenigstens eine Geschichte, die ich gerade herstellen konnte. Mach nur mal dieses Brötchen. Brötchenglasur, bitte. Oh, guck mal hier. Oh, Kreppel. Kreppel sagt man übrigens bei uns. Bei euch wahrscheinlich Krapfen oder es gibt ja tausend Wörter, ne? Hallo. Oh, endlich ein normaler Kunde hier. Italienisches Brot und Graubrot. Bitte schön. Tschüss. Italienisches Brot. Italienisches Brot. So, erstmal die. Krebbel. Oh Gott, Leute, das wird die Hölle für uns heute, an diesem heutigen schönen Tag. Hallo, ich kann Sie leider nicht bedienen. Ich habe noch keine Lebkuchen mehr hergestellt, beziehungsweise mein Bäcker. Sie müssen leider morgen wiederkommen. Aber da Sie mich jetzt dran erinnern, mache ich natürlich jetzt gleich Lebkuchen, Männer. Selbstverständlich. Aber Sie können ja leider nicht so lange warten. Sie wollen ja sehr schnell bedient werden. Deswegen kann ich Sie leider, ja, Sie müssen leider gehen, weil Sie können nicht warten. Sie sind ein sehr ungeduldiger Mensch, habe ich mitbekommen. Ja, genau. Danke, bitte. Tschüss. So, und Haferkekse auch noch. Och, sind die süß! Oh, guck mal! Wie gut! Kleine Lebkuchenmänner! Ja! So.
Guten Tag. Guten Tag, was wünschen Sie? Zucker, Kaffee, Tee. Kann ich Ihnen sogar geben. Französisches Brot und Brötchen. Bitte schön. Tschüss. Darauf sind die Kunden heiß, ne? Irgendwie so ein bisschen auf die Brötchenglasur. Oh ja. Zucker. Haferkekse. Na. Französisches Brot noch mal herstellen, ne? Französisches Brot. Ja, was wollen Sie denn? Haferkekse und italienisches Laibbrot. Haferkekse. Bitte schön. Tschüss. So, was kann ich noch herstellen? Focaccia habe ich noch nicht hergestellt, ne? Kann das sein? Oh. Nee, kann nicht sein. Stangen und Brötchen. Warte mal ganz kurz. Ich bin überfordert. Französisches Brot, das ist auch klar. Fehlt mir irgendwas? Ingredients, Zutaten. Kaufe ich noch mal ein. Butter kaufe ich noch mal ein. Rosmarin habe ich noch. Hefe habe ich auch noch. Hafer habe ich noch. Sahne kaufe ich noch mal ein. Nee, ich habe alles. Dann habe ich mich gerade vertan. Ja, Stangenbrot. Ach, hat er schon gescannt? Und Lebkuchenmänner. Französisches Brot. Ich will es immer wieder reinlegen, ohne Verpackung. Weil es doch irgendwie logisch, oder? Guten Tag. Was möchten Sie denn? Ja, habe ich auch da mein Herr. Und dieses hier. Tschüss. Nochmal Stangenbrot herstellen. Ist übel, dass man nur eine Sache herstellen kann, ne? Der Bäcker. Sonst ist der Bäcker überfordert, Leute. Warte mal, das ist französisches Brot, ne? Kann ich das auch kurz hier draufstellen? Kann ich. Ach, cool. So, Lebkuchenmännchen. Guten Tag. Haferkekse und französisches Brot. Haferkekse. Bitte schön. Tschüss. Stopp. Mach ich nochmal Haferkekse, oder? Haferkekse.
So, Liebkuchenmännchen sind hier. Läuft eigentlich schon gut, ne? Kekskuchen. Ja. Französisches Brot und Kekskuchen. Bitte schön. So, wo waren meine Lebkuchenmännchen? Hier. Kekskuchen. Alles andere geht hier nicht, ne? Okay, gut. Kekskuchen. Erstmal Spaghetti. Ja, habe ich da. Graubrot und Brötchen. Schön lecker. Zucker. Geil. So, was brauchen wir noch? Haferkeks habe ich gerade hergestellt. Dieses Papski, das sagt mir gar nichts. Also klar, das sind Kreppel. Ist es okay für euch, wenn ich Kreppel auch sage? Weil mir sagt das nichts unter dem Namen. Kekskuchen und Lebkuchenmänner. Kekskuchen. Und Lebkuchenmänner. Bitte schön. Tschüss. Oh, unsere Bewertung wird hochgehen, Leute. Wir sind die beste Bäckerei der Stadt. Wir kommen bald ins Fernsehen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir die Sternebewertung oben haben. So, Kreppel. Kreppel wird gemacht. Das sind Kreppel, das sind Haferkekse. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Haferkekse habe ich doch da liegen, ne? Ja. Französisches Brot und Lebkuchenmänner. Bitte schön. Französisches Brot bitte herstellen. Wenn ihr mich jetzt mal gerade fragt, wie ich das Spiel bis jetzt finde, würde ich sagen, coole Geschichte, oder? Ich mag ja solche Management-Spiele. Muss ich ja dazu sagen. Es ist ja eigentlich so ein. Also, eigentlich ja ein Management-Spiel, ne? So ein bisschen. Management-Simulator-Game. Habe ich richtig gemacht, ja. Guten Tag. Moment. Haferkekse und Stangenbrot. Stangenbrot und Haferkekse. Hier. Tschüss. Ich mag sowas ja, ne? Wenn man da so ein bisschen mal rödelt. Und so ein bisschen guckt. Ich mag das. Ich mag das. Nur ich krieg gerade einen Kreiselwurm. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet. Aber das ist ganz schön hier mit dem. Boah, sich die ganze Zeit hier zu drehen. Langsam ist hier was los. Aber wir sind schon sehr erfolgreich als Bäcker, würde ich sagen. Ja, Stangenbrot und Kekskuchen. Bitte schön. Stangenbrot habe ich da schon hergestellt. Französisches Brot könnten wir ja auch mal wieder herstellen. Hier. Ah, nee, das ist ja französisches Brot. Oh Mist. Ich habe Stangenbrot hergestellt. Das muss ich jetzt natürlich auch noch herstellen. Das ist alles Italienisches, ne? Ja.
Nee, Stangenbrot muss ich als nächstes herstellen. Französisches. Willst du mir nicht hier Haferkeks, Lebkuchen, Mann, das abkaufen? Haferkeks, Lebkuchen, Mann. So, jetzt bitte ein Stangenbrot. Oh Gott, ich habe so viele französische Brote jetzt. Kann ich das wirklich nicht da oben? Schade. Na, dann mache ich es hier hin. Wenn es geht, dann mache ich das halt so. Guten Tag. Ein Kreppel und ein Brötchen. Yep. Tschüss. So, Lebkuchenmänner wollte ich noch herstellen. Lebkuchenmänner. Was ist denn? Ach, da. Lebkuchen. Es steht da schon wieder der Stuhl. Nein. Bin mitten im Arbeiten. Nein. Der Tag ist doch noch lange nicht vorbei. Italienisches Leibbrot und Kekskuchen. Bitte schön. Oh, guck mal unsere Bewertung an. Ich glaube, wir sind schon richtig gut am Stissel hier, ne? Die Stadt kennt uns bereits. So, Lebkuchenmänner. Ich glaube, ich würde noch gerne das italienische Leibbrot herstellen. Jetzt fehlen mir Zutaten. Oh, Moment. Ich bin bei Ihnen. Französisches Brot und Haferkeks. So, Zutaten. Backpulver geht noch, Sahne geht noch, Hafer geht noch, Kekse kaufe ich nach. Hefe haben wir auch noch genug. Butter, Öl haben wir auch noch. Schokolade, Mehl haben wir nicht. Ich kaufe gleich genug Mehl. Und jetzt das italienische Leibbrot, bitte. Ja, Stangenbrot und französisches. Bitte schön. Tschüss. Lebkuchenmänner. Ich sag nur Lebkuchenmänner. Lebkuchenmänner. Jetzt bitte noch einen Kekskuchen. Ich sag nur Lebkuchenmänner. So. Lebkuchenmann. Oh, geil. Graubrot. Genau, Graubrot muss ich auch wieder herstellen. Graubrot. Jetzt werden die Kekse verpackt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es hinbekommen. Ich habe gedacht, nach dem Chaos gestern mit diesem Mixer, den wir uns gekauft haben, dass heute das Chaos ausbricht, aber haben wir ganz gut hinbekommen, würde ich sagen, ne? Stangenbrot und italienisches Leibbrot. Bitte schön, tschüss.
So, Graubrot ist klar. Brötchenglasur. Hier. Oh, Entschuldigung. Das leckere Graubrot. Oh, der erste Kunde mit drei Bestellungen. Okay, jetzt müssen wir rödeln. Stangenbrot, Lebkuchen und Französisches. Französisches und Lebkuchen. Jetzt geht's rund. Eine Runde. Rödeln. Eine Runde rödeln für uns. Ja, Mann. Brötchen, Lasur. Wieso sage ich immer Lasur? Das heißt so Glasur. Aber eigentlich sind es Achkreppel. Also bei uns heißen die Achkreppel. Nur halt ohne Füllung mit Schokoladruf. Oh Gott, ich stehe auf dieses Spiel. Ich finde das so gut. Ich liebe es ja zu rödeln. italienisches Leibbrot, dann italienisches Brot und ein Lebkuchenmann hätte der Mann gerne. Bitte schön, der Herr. Beehren Sie uns bald wieder. Ich liebe das Spiel. Ich möchte so richtig ganz doll rödeln, Leute. Ich bin total gespannt dann auf den morgigen Tag, wenn wir uns, ach, dieser Stuhl, wenn wir uns halt hier völlig kaputt rödeln. Weißt du? Darauf stehe ich. Guck mal hier. Das geht nur noch zack, zack, zack. Es geht nur noch zack, zack, zack. Hallo? Italienisches Leibbrot, dann haben wir Haferkeks und Lebkuchenmann. Lebkuchenmann und Haferkekse. Tschüss. Was würde ich noch gerne herstellen? Vielleicht italienisches Brot, ne? Nein. Oh, Entschuldigung. Nee, das ist das Leibbrot. Das ist das Leibbrot. Jetzt sollte eigentlich keiner mehr kommen, ne? Klong. So. Italienisches Brot. Kriegen wir das noch irgendwo da unter? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Italienisches Brot. So, Stangenbrot habe ich auch. Graubrot habe ich. Das Brot habe ich. Das Brot habe ich. Haferkekse könnten wir jetzt noch herstellen. Ist immer gut genug von allem zu haben. Hier, Haferkekse. Und ansonsten bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Jetzt müssten wir eigentlich mal gucken, ob wir uns eine weitere Maschine leisten können. Wir brauchen natürlich nicht nur die Maschine, sondern wir brauchen ja auch das Geld für die Zutaten. Da kann ich auch noch mal gucken. Ich kaufe noch mal ein. Schokolade würde auch reichen. Öl kaufe ich noch mal ein. Butter haben wir noch genug da. Honig und Rosmarin auch. Ach, weißt du was? Ich habe Focaccia, glaube ich, noch gar nicht gebacken, oder? Grundig sein. Habe ich Focaccia nicht gebacken? Sahne, Backpulver.
Wollte keiner auch haben, ne? Lass mal ganz kurz schauen. Lebkuchen. Ich habe Focaccia vergessen. Das wollte Gott sei Dank keiner haben, Leute. Wo ist denn das? Hier. Ach, uns fehlt was. Nur was? Ofen, Mixer, Teigwalze. Ach, eine Walze, wir haben Teigmacher. Okay, alles klar. Was würde denn dann als nächstes anstehen? Der Schokoladeninjektor. Mit Wurstbrot. Vielleicht. Wurstbrot. Das sind das komische Übersetzungen. Das ist doch kein Wurstbrot, oder? Das ist so ein, wie nennt sich denn das? So ein Zwirbelbrot nennt sich das, glaube ich, ne? So ein gedrehtes. Schokoladen oder eine Teigwalze. Also entweder ein Schokoladeninjektor oder eine Teigwalze. Obstschneider würde auch gehen für Bananenbrot. Aber dann für Bananenbrot brauchen wir, glaube ich, genau die Bananenbrothüllen und Banane. Ist, glaube ich, teuer, ne? Ja, für die Teigwalze habe ich ja schon Rosmarin und Honig eingekauft, ne? Aber es ist eine teure Geschichte, weil Rosmarin und Honig ist teuer, ne? Beziehungsweise Honig ist teuer. Ich glaube, der Schokoladeninjektor wäre, glaube ich, das nächste, was wir uns kaufen müssten. Würde ich sagen. Dafür haben wir auch eigentlich alles da. Soll ich mal kurz schauen? Ob ich den mir leisten kann. Kann ich. Dann brauche ich aber noch Schokolade. Dann brauche ich noch Schokolade. Und jetzt gucken wir noch mal bitte ganz, ganz kurz, nicht, dass wir es verpeilen. Das Wurstbrot herstellen müssen wir jetzt, aber ansonsten geht nichts, ne? Das ist eine Schokoladenheizung. Ja, okay. Wir können also eine Sache mehr herstellen, das ist das Wurstbrot. So, dann machen wir uns hier erst einmal fertig. Die Haferkekse noch hinstellen. Und jetzt ist auch 0 Uhr und dann können wir auch pennen gehen, ne? Und dann haben wir die ersten Sachen eigentlich fertig. So. Wurstbrot. Gleich 4 Stück. Nee, das ist. Wie sagt man denn bei uns? Ich glaube, das ist ein Laugen-Zwirbelbrot, würde ich jetzt sagen. Nee, das ist nicht Lauge, ne? Wie nennt sich denn das? Ich komme nicht drauf. Ich gehe leider nicht mehr so regelmäßig zum Bäcker, weil ich so viel selbst herstelle. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, Tag 3 grandios überstanden. Wir haben schon über die Hälfte an unserem Ruf. Daumen hoch. Und es wird langsam. Also, ne, ihr seht das schon, es wird langsam. Gleich mal ein Foto machen. Es wird langsam. Und hier die Küche wird auch immer voller. Und das Regal wird auch immer voller. Geil. Also, ich bin immer noch sehr gespannt auf eure Kommentare und freue mich auf die nächste Folge und auf Tag 4 im Bakery Shop Simulator. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.